Hallo und herzlich willkommen zu Terranil. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Weiter geht's mit Terranil. Ja, heute sind wir ja im Polargebiet. Genau, wir fangen heute mit dem Polargebiet an. Und zwar haben wir hier die Biome, die Tundra, Flechten, Tangwald und Wald. Dann haben wir auch wieder 6 Tiere, die wir entdecken können. Ja, ich würde sagen, wir werden hier bei den Vulkangletschern direkt einmal loslegen. So, da öffnet sich auch gleich schon wieder unser hübsches kleines Büchlein. Polar. Mit ihren Geysiren und Lavaströmen ist diese Region perfekt für... Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist, damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. Und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Geothermische Energie geeignet. Du musst den verschmutzten Permafrost auftauen, um den Boden darunter zu reinigen. Solarverstärker helfen dabei, die Umgebungstemperatur zu erhöhen und Schnee zu schmelzen. Setze zunächst Erddetonatoren ein, um Spalten ausbrechen zu lassen und Lava an die Oberfläche zu bringen. Nutze Geothermieanlagen und Solarverstärker, um Schnee zu schmelzen und den Boden darunter zu reinigen. Entgifte das Polarmeer, denn es ist eine Quelle des Lebens. Schauen wir uns mal die Karte an. Da kommt unser Luftschiff. Okay. Also hier haben wir so das Strandgebiet. Und hier oben geht es dann praktisch einen Berg hoch. Ja, wir haben jetzt hier den Erddetonator. Nutzt Resonanz, um einen kleinen Bereich auszuheben. Bringt nahegelegene Spalten zum Ausbruch. Schauen wir uns einmal an. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, dass man nicht das ganze Buch durchblättern braucht. So, der Erddetonator explodiert in einer Welle seismischer Resonanz und hebt den umliegenden Bereich aus. Diese Detonatoren bringen Spalten zum Ausbruch und erzeugen Lavaströme, auf denen Geothermieanlagen gebaut werden können. Haben wir denn hier noch eine? Hier ist noch eine Geothermieanlage, okay. Erzeugt Strom und bringt Schnee in einem großen Umkreis zum Schmelzen. So, die Geothermieanlage nutzt Oberflächenlava, um Ventilatoren anzutreiben und damit Strom zu erzeugen. Geothermieanlagen erzeugen Wärme, die umliegenden Schnee zum Schmelzen bringen. Solarverstärker tun das auch. Ah, alles klar. Also haben wir jetzt hier keine Windturbinen mehr, sondern wir müssen jetzt erst einmal mit diesen Erddetonatoren hier zu diesen Ausbrüchen, damit Lava erzeugen und dann darauf eine Geothermieanlage stellen. Gut, die anderen Gebäude kennen wir alle. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Wolkenseher, einen Verbrenner, Entfeuchter und Schnellgefrierer. Also Wolkenseher und Verbrenner kennen wir. Entfeuchter schauen wir uns mal an. Entzieht der Umgebung und der dort wachsenden Vegetation Wasser, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Hier entzieht der Umgebung aller Flüssigkeit. Alle Flüssigkeit und reduziert die Luftfeuchtigkeit. Vegetation, die mit einem Entfeuchter getrocknet wurde, eignet sich gut zum Anzünden. Okay.
Dann haben wir hier Schnellgefrierer, gefriert umgebende Vegetation und Flüssigkeit. Um die Temperatur der Atmosphäre zu senken, kann in sauberen Ozeanen Eis bilden. Hier gefriert sofort umgebende Vegetation und Flüssigkeit. Schnellgefrierer erzeugen Eis, wenn sie in der Nähe von Meerwasser gebaut werden. Okay, also wir schauen mal hier, was wir hier so haben. Wir sollen erst einmal den Schnee zum Schmelzen bringen. Warum ist denn das hier alles schon abgehakt? Das haben wir doch noch gar nicht gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das irgendwie ein Bug oder so? Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Schnee zum Schmelzen bringen. Wir haben minus 10 Grad hier und brauchen aber 0 Grad. Also wir müssen jetzt definitiv erst einmal mit der Temperatur nach oben hier Schnee schmelzen, damit wir unten drunter den Boden entgiften können. Hier ist nämlich Toxizität, die ist bei 85%, also das Gebiet ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja, und wenn wir alles entgiftet haben und hier ja, fertig sind, praktisch, müssen wir wieder anfangen, die Temperaturen kälter werden zu lassen. Okay, dann schauen wir mal. Ich werde erstmal hier so einen Detonator hinsetzen. So, da bildet sich dann die Lava. Okay, gut. Hier sehen wir auch, im Wasser wird die Lava natürlich wieder fest. Ich denke mal, darum haben wir hier auch nicht so einen Kalker oder so, wie bei den anderen Gebieten. Dass wir dann hier auch nochmal zum Beispiel so einen Wolkenseher draufpacken können. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Hier Strom herzustellen. So, dann können wir hier in diesem Gebiet auch etwas anfangen. Dann würde ich doch direkt auch mal anfangen, vielleicht den Wolkenseher nutzt umgebendes Wasser, um das Meer und das Meer, um Wolkenbildung zu fördern. Wir müssen ja auch erstmal mit der Luftfeuchtigkeit nach oben gehen und dann später wieder nach unten, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier 14%, 15%. Dann packe ich hier mal so einen Wolkenseher hin, damit wir damit schon mal anfangen. Mich verwirrt das, dass das hier abgehakt ist. So, dann müssen wir entgiften. Möglichst viel vom Wasser mitnehmen. Ja, setze ich erstmal hier einen Entgifter hin. Und dann hier ein. So, weil wir müssen hier auch wieder den Bewässerer benutzen und das Wasser, das zählt dann alles zu unseren Prozenten, die wir erreichen müssen. So, jetzt hier noch Schnee schmelzen lassen. Das ging mit dem Solarverstärker. Machen wir mal hier. Und so. Gut, dann hier noch ein bisschen entgiften. Also ich glaube, so entgiften wir das meiste. Und dann einmal
diesen Teil schon mal mit dem Bewässerer benutzen. So, dann sind wir hier schon bei 15%. Hier haben wir aber noch nichts erreicht, auch wenn uns das hier irgendwie, ich weiß nicht, was da jetzt falsch gelaufen ist. Naja, auf jeden Fall, wir können ja auch sehen, dass wir hier die Lava irgendwie so lang fließen lassen. Da müssen wir dann allerdings hier so einen Detonator hinsetzen. Dass hier erst einmal das sich verbindet und das hier noch mit drin ist. Ich denke so. So, okay. Jetzt fließt die Lava hier runter ins Wasser rein, oder? Jo. Können wir hier vielleicht noch einen Wolkenseher hinbauen? Nee, da sind wir zu nah an ihm dran. Okay. Gut. Wir können jetzt aber hier erstmal weiter für Strom sorgen. Setz den mal hier hin. So, dass wir dann hier unten den Schnee noch wegbekommen. Und hier. Und hier. Da müssen wir das alles noch irgendwie entgiften. Geh mal hier hin. Hier. So. Wir können jetzt hier noch mal so einen Detonator hinmachen. So, dann müsste ja auch hier runter Lava fließen. Na? Okay, hier ist es schon mal angekommen. Oh, und hier bleibt es hängen. Okay, da will es nicht weiter fließen. Okay. Gut, wir hätten hier jetzt aber wieder eine Fläche mit Strom. Hier unten können wir dann Strom bauen. Das hier müsste noch irgendwie geschmolzen werden hier oben. Hier könnten wir auch noch einmal Lava erzeugen. Dass sich das hier möglichst mit dem anderen verbindet. Dann müsste ja hier lang und hier lang Lava fließen. Na, kommt's bis hier unten ran? Oh ja. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir eigentlich gucken, dass wir dieses Gebiet jetzt hier frei bekommen. Hier will er nicht so wirklich hin. Okay, das ist zu schräg für das Teil. Ja, dann baue ich das mal
Hier hin. So, wir brauchen auch noch ein paar Ressourcen. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie wir hier am besten welche bekommen. Ich mache das mal so, ich mache mal hier die 118. Und hier oben setze ich noch mal so eine Ecke hin. Gucken, wie sich das hier am besten lohnt. 96. 104. 104 Ressourcen. Ich glaube, bei 104 Ressourcen waren wir am besten. 114. So. Okay. So, dann müssen wir hier einmal den Schnee wegbekommen. Oder das Eis. Hier unten. Und hier überlege ich, da würde sich das ja eher wieder anbieten, hier nochmal ein Stromnetz zu erzeugen, weil dann schmilzt das Eis ja sowieso. Genau. Dass man dann hier nochmal in die Ecke gehen kann. Hier wegschmelzen. Hier in dem Gebiet alles wegschmelzen. So, dann können wir uns jetzt hier um die Entgiftung kümmern. So. Hier. Ich nehme mal hier dieses Gebiet und hier unten noch. So, dann bewässern wir das aber alles hier auch direkt mal. Damit wir wieder Ressourcen zurückbekommen. Sonst haben wir irgendwann ein Problem. So, hier können wir nochmal entgiften. Ich gucke auch, dass wir hier so ein bisschen von dem Meer, von dem Wasser noch mitbekommen. Weil das zählt ja auch noch zu den Prozenten dazu. So, hier können wir dieses Gebiet entgiften. Oh, und hier muss noch irgendwie Lava rein. Das kriegen wir aber gar nicht so hin. Doch, wir müssten das dann hier detonieren lassen und hier, dass sich das miteinander verbindet. Ich gucke mal. Hier bräuchten wir Strom. Dann könnten wir hier noch einen Wolkenseher hinbauen. Dass wir hier vielleicht noch mal... Oh, der Schnee schmilzt. Wir haben die 0 Grad, also wir haben jetzt 1 Grad Celsius in dem Gebiet hier. So, dann könnten wir doch jetzt hier den Wolkenseher hinsetzen, ne? 8% gibt der uns Luftfeuchtigkeit.
So, hier müssten wir doch auch einen hinsetzen können. Hier fehlt uns Strom. Kommt der nicht bis dahin? Oh. Oder hat der schon zu viel Dings dran? Moment, ich guck mal eben. Nee, der müsste noch. Der kommt nicht bis hier unten ran. Oh, das ist blöd. Da müssten wir eigentlich hier nochmal Strom erzeugen. Aber es geht auch gar nicht. Kann ich gar nicht hier hinsetzen. Bis wohin geht der Strom hier? Bis hierhin. Wie ist das denn, wenn man das hier detonieren lässt? Aber ich glaube, das würde dann trotzdem erst hier. Und zwar, ich probiere das einfach mal aus. Wenn es nicht passt, dann mache ich das rückgängig. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass hier nicht das mit Wasser gefüllt wird, sondern alles mit Lava. Und da kommen wir auch mit dem Strom nicht ran. Dann mache ich das einmal rückgängig. Hier müssten wir auch noch irgendwie Lava hinbekommen. Dann könnten wir hier noch einen Wolkenseher hinsetzen. Ja, wie kriege ich jetzt hier den Strom hin? Ah, ich weiß wie. Hier eventuell. So. Und dann hier den Wolkenseher. Oh, da haben wir 13%. Dann sind wir insgesamt bei 50% Luftfeuchtigkeit. Damit haben wir Pilze, Moos und an Felsblöcken und an Felswänden. Ja, jetzt ist das auch abgehakt und durchgestrichen. Nur mit den Schmetterlingen, da ist noch bereits abgeschlossen. Verstehe ich nicht, warum. Naja, wird schon seine Gründe haben. So, wir sind jetzt auch bei 42% bei Toxizität. Da haben wir schon so circa 40% geschafft. Wir müssen aber noch weiter nach unten. So, Temperaturen. Wie hoch müssen wir denn am höchsten? Hier haben wir über 15 Grad. Also wir müssen bis zu 15 Grad kommen bei den Temperaturen. Verbrenner. Da müssen wir Verbrenner bauen. Und bei Luftfeuchtigkeit, was müssen wir da noch erreichen? Hier sind wir bei über 70%. 70%, also wir brauchen noch ein paar Wolkenverstärker, also Wolkenseher. Hier ist es nicht weitergeflossen. Hier haben wir schon den... Wir könnten hier nochmal für Lava sorgen. Hier. Genau. Dann brauchen wir hier aber allerdings dann auch nochmal Strom. Setzen wir den mal hier hin. Neun Prozent, 10%, 11% ist, glaube ich, das Höchste, was wir hier bekommen. So, jetzt brauchen wir noch 9% Luftfeuchtigkeit. Ja. Dass das hier nicht weitergeflossen ist, ne?
hier hinten könnten wir einen. Ah nee, der ist zu nah an ihm hier dran. Wir müssen auch mal zusehen, dass wir noch mal irgendwie Ressourcen erzeugen. So. Sonst gehen die uns hier aus. Und hier sind wir noch nicht mal bei 50% angekommen. Wir müssen noch so viel entgiften. Hier auch Wasser mal noch ein bisschen mit entgiften. Lohnt sich das hier? Eigentlich nicht wirklich, ne? Die paar Ressourcen, die wir dann wieder bekommen. Hier könnten wir aber weitergehen tatsächlich. Hier auch vielleicht so möglichst viel Wasser mitnehmen. So. Hier. Dann werden wir hier wieder ein paar Ressourcen. Für ein paar Ressourcen sorgen. Ah, so. 116 war, glaube ich, das Beste. Hier bräuchten wir noch mal Strom, ne? Hier kommen wir nicht hin. Da müssen wir hier mal gucken, dass wir hier noch Strom erzeugen. Und hier müssen wir auch irgendwie noch zusehen, dass wir da mit der Lava ins Wasser kommen. Wenn man das hier jetzt detonieren lässt, fließt dann Lava weiter oder nicht? Mal kurz warten. Ich glaube, die bleibt hier einfach stehen. Dann mache ich das wieder rückgängig. Hier haben wir schon überall Wolkenseher stehen. Das würde dann hier nichts mehr bringen, weil da wären wir dann zu nah dran. Also wir müssten wirklich hier in dem Bereich noch einen Wolkenseher unterbekommen. Das heißt, wir müssen mal gucken. Dass wir das hier miteinander verbinden, dass hier die Lava reinfließt. Die von hier. So. Da müssen wir, oder machen wir das lieber mit dem Detonator? Hier, dass hier dann Wasser reinfließt. Oder die Lava ins Wasser fließt. Ah. Okay. Da hat er das hier nicht. Dann mache ich das hier auch nochmal rückgängig. Dann müssen wir das doch tatsächlich mit diesem Gerät hier machen. So. Okay, hier kommt dann die Lava hin. Wir brauchen noch 7% Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, dass wir die hier irgendwie zusammenbekommen. Hier brauchen wir erst wieder Strom. Strom erzeugen. Dann hier den Wolkenseher. 12%. Okay, es reicht aus. Dann müssten wir ja jetzt hier von der Luftfeuchtigkeit alles fertig haben. Jetzt brauchen wir uns nur noch erst einmal um Temperaturen kümmern.
Temperaturen müssten wir, hier sind 0 Grad, 15 Grad, irgendwo. Also 15 Grad brauchen wir. Das heißt, wir müssen jetzt den Verbrenner benutzen. Okay. Den stellt man dann. Hier würden wir 3 Grad bekommen. 7 Grad. Stelle ich den mal hier hin. Ressourcen gehen zur Neige. Ja, wir müssen uns um Ressourcen kümmern. Stimmt. Stimmt, stimmt. Hier. 15. 124 bekommen wir hier. So. Wie sieht das jetzt aus? Hier müssen wir dann wieder mit den Temperaturen nach unten gehen. Hier müssen wir noch nach oben gehen. Wir brauchen jetzt noch 3 Grad Celsius. Das war doch hier. Moment, wo ist der? Hier sind 0 Grad, aber hier war doch irgendwo, wo wir 3 Grad bekommen hätten. Hier sind 2 Grad. Irgendwo hatte ich das vorhin gesehen. Ja, haben wir schon. Hier, gehen wir mal hier hin. Dann haben wir jetzt die Zugvögel und den Efeu wieder im Gebiet. Da kommen sie auch schon. Die ersten Zugvögel. Okay, so. Jetzt haben wir alles, was nach oben ging, bekommen. Jetzt müssen wir wieder nach unten gehen. Also, wir müssen jetzt zusehen, dass sich Eisberge bilden. Das heißt, die Temperatur muss jetzt wieder auf 0 Grad. Und wir müssen noch entgiften. Entgiften, Temperatur auf minus 5 Grad. Gut. Dann entzieht der Umgebung und der dort wachsenden Vegetation Wasser, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Und hier, das ist Schnellgefrierer. Der bietet niedrigere Temperaturen. So, hier haben wir minus 4 Grad, minus 5 Grad, minus 6, minus 6. Oh, da kommen wir niemals auf die minus 5. Und den können wir halt auch nur. Mal Schnellgefrierer. Den können wir nur so auf Hügeldinger stellen, ne? Hier sind auch minus 5 Grad. Da ist kein Strom. Minus 6. Ich stell den mal hier hin. Ah, da haben wir jetzt wieder verschmutzten Schnee. Minus 5. Kriegen wir noch irgendwo mehr als minus 5 Grad zusammen? Hier ist auch alles nur minus 5. Na gut, dann stelle ich den mal hier hin. So, müssen wir vielleicht noch mal gucken. Wann bekommen wir denn Schneefall? Wir müssen noch irgendwo was entgiften.
So, hier können wir noch entgiften. Minus 20%. Hier fehlt es uns noch an Strom. Setzen wir hier nochmal Strom hin. Und hier ist schon alles soweit entgiftet, ne? Hier könnte man hier aber wieder für Ressourcen sorgen. So. Und hier unten haben wir wieder keinen Strom. Da brauchen wir auch nochmal Strom. Dann können wir jetzt auch hier weiter entgiften. So. Noch 10% weniger. Dann haben wir den Schneefall, dann kriegen wir auch, dann bekommen wir wieder automatisch Ressourcen, wenn sich das Gebiet von alleine wieder renaturieren lässt. Also wenn wir es soweit renaturiert haben, dass das Gebiet sich von alleine wieder erholt. Wir müssen jetzt irgendwo noch Entgifter hinbekommen. Dann gehen mir auch schon langsam die Ideen aus, weil hier ist schon alles entgiftet. So, hier gucken wir mal, dass wir hier erstmal wieder Ressourcen bekommen. Könnte man vielleicht hier noch, ja genau, das Wasser entgiften. Kommen wir hier aber nicht hin, nee. Reicht das hier? Oh, das reicht sogar. Jetzt noch 3%. Dann sind wir beim Schneefall. Wenn wir dann noch mit der Temperatur nach unten gegangen sind. Auf minus 5 Grad. Wir machen hier noch mal ein paar Ressourcen. Holen uns hier noch Ressourcen, besser gesagt. So. Wo können wir noch entgiften? Wir müssen hier noch entgiften. So. Hier, das lohnt sich nicht. Hier müssten wir noch Strom haben. Können wir vielleicht hier noch Strom hinbauen? Nee. Hier können wir auch keinen Strom mehr bauen. Ja. Hier können wir noch entgiften, aber das lohnt sich halt. Ja, dann sind wir bei 20%. So, auf minus 5, auf 15% müssen wir aber kommen. Und hier für die Aurora sogar auf 5%. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie ich jetzt hier noch Strom erzeugen kann. Ich komme halt hier nirgendwo hin. Die einzige Idee, die ich noch habe, ist, hier sind wir halt zu nah an den anderen dran. Dass wir hier noch irgendwie gucken, dass wir hier noch Lava hinbekommen.
und hier Strom hinsetzen. Dann können wir hier das Gebiet noch entgiften. Dann sind wir bei 19%. Oh. 5% brauchen wir. Mann. Ich mache das hier mit dem nochmal rückgängig. Weil eventuell bringt das mehr, wenn wir hier die Lava hinbekommen irgendwie. Hier geht das leider nicht mit dem Gerät. Dann hier ist nämlich das Problem, dass die Lava hier schon aufhört. Die wird hier nicht weiterfließen. Haben wir hier noch irgendwo so eine... Ja, hier oben. Aber hier unten haben wir nicht mehr so eine Quelle, ne? Das hier bringt auch nicht so wirklich viel. Wir würden hier einfach nicht mehr genug genug dafür sorgen, dass hier das Wasser noch so entgiftet wird, dass wir auf die Prozente kommen, die wir brauchen. Ich mach mal hier diese Wasserfläche noch. Hier. Wenn wir hier, dann haben wir schon, ja, wir kriegen immer nur 1% irgendwie zustande. Hier wäre besser, wenn wir hier raufkommen würden, aber hier geht das dann mit dem Strom wieder nicht. Und hier kriegen wir auch keinen Strom mehr drauf. Oh. Schnellgefrierer. Hier könnten wir einen Schnellgefrierer hinsetzen. Moment, wenn wir hier noch ein bisschen entgiften, also den Rest von dem Gebiet. Und dann hier einen Schnellgefrierer draufpacken. Hier sind wir bei... Hier... -4%. So. Dann haben wir das mit der Temperatur auch schon bald hinbekommen. Uns fehlt dann einfach nur noch das Entgiften. Hier würden wir noch mal 25 Ressourcen bekommen. 33. Die holen wir uns auch noch.
Wir müssen halt gucken, dass wir noch möglichst viel von dem Gebiet entgiftet bekommen. Jeder Punkt auf die Prozente zählt halt. Da müssen wir hier noch mal Strom hinpacken. Damit wir das hier auch noch entgiftet bekommen. So. Ja, dann entgiften wir diese Ecke da. Ah, wir werden aber niemals auf diese 5% kommen. Das ist halt das Ärgerliche. Ich baue dann doch hier noch mal den Strom. Dann auch noch mal Ressourcen. Jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo wirklich jede Ressource auch zählt. So. Wie kriegen wir das hier am besten? Hier bekommen wir so 35, 38. Hier war gerade mit 40. Holen wir uns die 40. Oh, jetzt haben wir wenigstens das schon geschafft. Mein Gott, das ist ein hartes Stück Arbeit hier. Das war heute die Folge mit Terranil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.